Hi, ich bin der Max von PlugVan und ich zeige euch heute mal unser Werkstattmodul. Können wir gleich mal reingehen? Zeige ich euch mal, was wir hier so haben. Also das hier ist unsere neueste Version vom Werkstattmodul. Wir haben hier einen echten Metallausbau drin. Den kennt man sonst als fest eingebauten Aussatz. Und wir haben den jetzt in unser Modul eingebaut. Wie unser Modul funktioniert, kennt ihr wahrscheinlich alle. Ich zeige euch jetzt erstmal, was hier drin ist. Also wir haben hier sehr große Schubladen. Die sind auch ziemlich stabil, sind zwei Auszüge dran. Die sind in verschiedenen Größen. Wir haben hier eine große Wanne für Langgut oder lange Kabel, Rohre. Lässt sich auch machen. Und dann gibt es hier eine Lochwand, da kann man sich alle möglichen Werkzeuge dran klipsen, kennt wahrscheinlich auch jeder. Hier gibt es noch eine Dokumentenmappe oder Kabelwanne und noch einen Schrank für alles Mögliche. Ja, auf der anderen Seite haben wir eine stabile Werkbank. Da kann man richtig drauf arbeiten und hier gibt es die Möglichkeit, verschiedene Koffer unterzubringen, in die man alles Mögliche reinpacken kann. Hier ist das jetzt das Wirt-Aussie-System, gibt aber auch noch ganz viele andere, die wir da verbauen können. Die Koffer kann man dann auch einfach mitnehmen und auf die Baustelle nehmen. Wir arbeiten hier mit allen Systemen, die es gerade so auf dem Markt gibt. Hier haben wir zum Beispiel die L-Boxen, die sind sehr beliebt bei Bosch. Lassen wir uns hier auch einfach rausnehmen. Wir haben auf der anderen Seite Euro-Boxen. Findet man auch immer irgendwas, was man anmachen kann. Und hier weiter vorne haben wir die klassischen Sustainer. Ja, zudem gibt es noch, wie im Wohnmodul, die großen Schubladen. Kann man sich dann beliebig füllen, was man möchte. Und natürlich noch so kleine Extras wie, hier haben wir eine Kabeltrommel. Es gibt einen Verbandskasten. Ja, alles, was man so im Werkstattmodul braucht.